powered by Unity. Musik and Sound Pontus Malmquist. Cooler Name. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zum Let's Grusel One Late Night Deadline. Ja, einem Horrorspiel. Viele wissen vielleicht, ich bin absoluter Horrorfanatiker. dieser Husten. Nein, ich hasse Horrorspiele. Beziehungsweise hasse sie nicht, aber grusel mich einfach unendlich davor. Und bin noch nie wirklich dazu gekommen, mal Horror aufzunehmen. Bis auf die ein, zwei Folgen... was war das? Daylight, die total verkackt waren mit dem Felix. Oder The Evil Within bei ihm im Stream. Aber jetzt möchte ich doch noch mal was probieren. Und deswegen gehe ich auf A New Game. Ich hatte schon angefangen, 25 Minuten, aber das hat mein Mikrofon nicht aufgenommen, das blöde OBS. Und jetzt nehme ich einfach die erste Folge. Shadows envelop my body. Darkness is shrouding the deepest corners of my soul. Feelings of both sorrow and peace overwhelm my mind. I want to get out, but I do not know from where. It feels like I am falling into a black and endless expanse. I do not seem to remember my name, but I do know that I am needed somewhere, and that I need to get back to this place. But before my apprehensions could take over, the empty void around me is filled by a white light. At that moment, I realized I had one last purpose in this world, and that my final page has yet to be written. Ja, ich habe wie gesagt schon einmal versucht aufzunehmen, aber OBS hat meinen Sound nicht aufgenommen, weswegen ich das Ganze jetzt nochmal spielen muss. Ich werde aber versuchen, mich nochmal zu erschrecken. Ich hab mir eigentlich gar nichts gemerkt, ne? Ich weiß nur, dass ein, zwei Gruselmomente da waren. Der Anfang ist halt noch nicht so gruselig. I can't believe this couldn't wait until the morning. I haven't had a full night's sleep in days. Vielleicht habt ihr dieses Quietschen gerade gehört. Alleine das finde ich schon gruselig genug. Let's get this over with. Ja, erstmal ein bisschen erkunden. Ui, was ist denn da? Per Gang. Zeitung ist auch hier. Okay. Army Vehicle disappears. Okay. Wieder weglegen. Da dieses Geräusch. Und diese Musik ist so... Alter, die ist so creepy. Wir sollen in den dritten Stock. Gut. Alter, alleine dieses... Ist schon gruselig genug. Aeon Amdet. So, ich weiß gar nicht mehr, was uns hier jetzt erwartet. Genau. Was ich zum Glück machen kann, ist, das kann ich ja mal kurz zeigen. Ich kann mich hier in den Schränken verstecken, zur Not. Warum ist da gerade noch mal eine Tür aufgegangen? Find your office. Warum jetzt eine Schwarzblende ist, verstehe ich auch nicht. Auf jeden Fall kommen wir hier jetzt rein. Sometimes you just need to fix stuff. Alter, dieser Schatten.
Rex the document on your desk to client. Oh, unser Hund. Da. Erstmal gucken, habe ich hier was in den Schubladen? Eine Schere. Die kann ich bestimmt... kann ich bestimmt nicht zur Selbstverteidigung benutzen. So, PC gucken wir uns gleich an. Erstmal gucken, kann ich hier was lesen? Inventar habe ich aber auch nicht, ne? Ui, ich stehe im Stuhl. Ui, ich stehe schon wieder im Stuhl. To you. Ah, willst du nach der Arbeit ein Bier trinken gehen? Also ich lese sie jetzt mal vor. Ich und John haben darüber nachgedacht, einen neuen Platz zu besuchen, der gerade in am Claybrook Court eröffnet hat. Okay. New deadline. Von The client is demanding a new version of the app to be uploaded for testing this Monday. Okay, und Richard wieder. Letzte Nacht habe ich ein paar Tests gemacht mit der neuen Kamera-App aus dem Büro und habe ein paar zufällige Screenshots geschossen, ohne groß Achtung zu geben, was auf denen war. Später, als ich sie mir genauer anguckte, habe ich etwas gesehen. Etwas, was mich mein Kaffee ausspucken ließ. Wirf einen Blick auf das Bild im Anhang. Was zur Hölle ist das? Ich bemerkte einen wirklich Dance Shadow? Wirklich merkwürdigen Schatten in der Ecke vom Raum. Like a person was standing there. Alter, da ist eine Hand und ein Gesicht. Alter, wir sind nicht alleine hier. Jetzt faxen wir mal was. Gut. Objective. Was ist... Aktuell haben wir kein Objective. Get some coffee from the coffee machine outside. Okay, da kommen wir noch nicht lang. Hier geht's raus, genau. Alter, ich will hier Licht haben. Ich will hier den Lichtschalter finden. Ach, da. Gut. Ich hasse es, wenn Sachen dunkel sind. Warum geht der Aufzug auf? Und warum geht die Tür von alleine zu? Webcom Offices. Nee, Webcom nicht. Black Curtain, die Entwickler! Black Curtain Studios ist das Entwicklerstudio. Und er fährt auch alleine wieder runter. Coffee Break. Dann gehen wir mal einen Kaffee trinken, ne? Was that a scream? Surely I couldn't have imagined it. Alter, alleine dieser Schrei gibt mir einen Schock meines Lebens. Kaffeepause im Prozess. Jetzt, ja. Ja. So, da muss ich mal ganz kurz hier cutten. Tostik.
Nicht, weil ich mich schon zu Tode geschreckt habe, sondern weil meine Mutter im Zimmer war. Chip Software. Ui, Chip ist auch hier. Hey, ich habe eure Facebook-Seite geliked. Lasst mich rein. Das erinnert mich an diesen einen Film. Mit, war das Gordon Freeman mit dem... Ui, die Toiletten. Interessant. Die Lichtschalter kann ich nicht anmachen. Gibt's hier noch Lichtschalter? Wie gesagt, ich hasse dunkle Bereiche. Auf dem zweiten Flur soll ich den Schrei... Geht's? Ja. Okay, ich komme jetzt auch dadurch da rein. Gut. Ich öffne mir schon mal Fluchttüren. Falls ich... Es ist ja ein Horrorspiel, das heißt, es ist durchaus möglich, dass ich irgendwo vorflüchten muss. Nein, stimmt, ich sollte nochmal dahin gehen, wo ich hin muss. Huch, die Musik ist aus. Finde ich hier etwas? Zeller Logic. Ja, ich gehe da jetzt erstmal noch nicht hin. Huch, seht ihr das? Da sind Flecken, Muster an der Wand. Und jetzt sind sie nicht mehr da. Und jetzt sind sie wieder da. Jetzt sind sie wieder weg. Jetzt sind sie wieder da. Ich glaube, nicht nur dieses Spiel ist gruselig. Okay, jetzt komme ich zumindest schon mal bei Webcom rein. Komme ich hier auch rein? Tatsache. Dann gehen wir erst nochmal hier gucken. Fuck! Alter! Damn it! This thing's broken again. I better call maintenance. Geh weg von mir! Geh weg von mir! Alter, die Schränke gehen auf. Ist sie wirklich kaputt? Ja. Find a way to fix the vending machine. Erstmal noch einen Kaffee holen, um das Spiel zu speichern. Und dann gehen wir uns mal den Schrei angucken. Helping Hand. Jetzt gehe ich aber erstmal bei Webcom rein. Screams in the Night. Ja, dieses... Es wirkt... It looks like something has been burnt. Ihr merkt schon, dass ich das vortäusche, weil ich das Spiel schon gespielt habe. The lights are on, but I see no one in there. Ja, Frauengequietsche ist immer etwas Gutes. Ein roter Luftballon ist dann noch viel besser und, ja. Fuck! Trotz dessen, dass ich das kenne, hat mich das jetzt so weggegruselt. Ihr glaubt mir das nicht. Weil du weißt nie, in welcher Sekunde es dann kommt. Und... Puh, und die Musik ist schon wieder weg. Und ich renne mal, um den Schlüssel hier zu holen. Robert. Picked up Robert's Key. Dann gehen wir mal schnell in Robert sein Büro. Der Platz ist ja echt groß, ne? Also die Spielwelt ist ja... Das ist ja wirklich ein Open-World-Titel. Jetzt komme ich hier rein. Ja, der erste Teil war schon recht gruselig. Den habe ich ja zwar nie gespielt, aber... Komm, wir versuchen mal, den hier zu hacken.
Das hier ist der Deus Ex Simulator. Da kann man nämlich auch hacken. Use Hack Disk. Haben wir nicht. Versuchen wir nochmal zu hacken. In ein paar Sekunden. Vielleicht komme ich da an wichtige Informationen ran. Vielleicht, also die ersten drei habe ich schon mal. Die scheinen sich auch immer wieder zu ändern, ne? Habe ich nur so das Gefühl oder ändert sich das Passwort auch immer wieder? Gucken wir mal, ob ich hier immer noch... Okay. Disconnect. Schließen. Dann gehen wir noch mal in das Büro von unserem guten Kollegen hier. Weil den PC kann man nämlich auch hacken. Und der ist einfacher, das ist nämlich nur Security Level 3. Huch! Habt ihr das gerade gesehen? Hier ist gerade alles verschwunden. Hack it. Und schon wieder. Ich glaube, dieses Spiel ist verbuggt. Komm, den müssen wir zumindest hacken. Der ist nur Level 3, das kann ja nicht so schwer sein. Ich habe nur keinen Bock, dass auf einmal die Omi von rechts kommt und uns in ihren Bann reißt. Okay, disconnect. Machen wir sowas halt später. Passwort. Kann ich das Passwort eingeben? Admin. Geht das? Nein, leider nicht. Komme ich hier jetzt wieder weg? Was sind denn die Objectives gerade? Find a way to fix the vending machine. Look around for other people in the building. Ich komme hier wieder raus. Ja, ein Glück. Look around. Okay. Genau unter mir. Wer ist denn die helfende Hand? Im Keller? Handlerbacken. Lynch Telekom? Telekom, ja, die müssen gelyncht werden. Das stimmt. Die müssen gelyncht werden. I didn't know anyone was here this late. Yeah, the manager usually schedules cleaning service during night hours. I'm alone on this shift, though. Have you seen anyone else around here? I saw someone. A while ago, going up to the second floor. Tools. Thanks. By the way, did you hear a scream before? Yes, I did. It gave me the chills. Now that you mention it, I think it came from that same office. Kann ich... Hey, the vending machine on the second floor is broken. That old thing again. Cool, er weiß gar nicht, was er sagt, aber er antwortet mir darauf. Ach so, ja.
Vielleicht, wenn man... Sure. Where? Good. It should be in my office. Alter, ich sehe Geister jetzt, oder was? Eine Tür nach draußen. Ein Flur, beziehungsweise ein Treppenhaus. Von Treppenhäusern sollte man sich immer fernhalten. Ein blaues Licht. Was macht es? Es leuchtet blau. Nee, ein... Treppenhaus. Von Treppenhäusern sollte man sich immer fernhalten. Hi, I see you found it. Follow me then. Mach das bloß nicht. Alter. Ich nehme den Aufzug. Der hört sich auch nicht gut an. Ich nehme doch die Treppe. Dann ich bleib jetzt einfach einen Schritt hinter dem. Macht er auch die Tür auf? Ja, der geht einfach durch. Ja, ich bin hinter dir. Ja. There. It should all be fixed now. Ja, also ich hätte mir eigentlich hätte ich mir das denken müssen, ne? So ein bisschen in der Luft rumfuchteln und dann müsste die wieder funktionieren. Oder programmiert der da? Ja, ich glaube, das ist Fachinformatiker, ne? Also, die wissen immer Bescheid. Diese Fachinformatiker. Die haben echt ein Leben, würde ich sagen, ne? Fachinformatiker. Die fuchteln in der Luft rum und dann ist die Maschine repariert. Er ist weg. Ach nee, da hinten haut er ab. Gut, das Spiel wurde gespeichert. Das heißt, ich würde an dieser Stelle sagen, wir speichern noch einmal, um auch ganz sicher zu sein. Das war's mit der ersten Folge One Late Night Deadline. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Auch wenn ich mich noch nicht ultra erschreckt habe. Ab der zweiten Folge gibt's dann vielleicht Facecam, wenn ihr das Format weiter wollt. Ja, ich würde sagen, bis dahin und gruselt euch nicht zu Tode.